Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu einem neuen Call für Modern Warfare 3 Commentary. Wir spielen heute abschlussbestätigt auf der Map Mission und zwar mit der schallgedämpften M4A1 und der Rest der Kiste steht natürlich wie immer in der Beschreibung. Heute in diesem Commentary möchte ich euch ein bisschen auf dem Laufenden halten über Updates, Konzeptänderungen und zukünftige Projekte auf diesem Kanal. Das heißt, ich möchte euch so ein bisschen Einblick geben über das, was in den nächsten Wochen hier geschehen wird. Und viele von euch, die gestern im Livestream drin waren, haben wahrscheinlich einige von diesen Punkten schon mitbekommen, da ich die so ein bisschen flüchtig angesprochen habe. Danke übrigens an alle Leute, die beim Livestream gestern mitgemacht haben. War wieder mal ein erfolgreicher Livestream. Wer den Livestream übrigens nicht aus irgendwelchen Gründen, mitnehmen konnte, weil er nicht zu Hause war oder so, kann er sich natürlich den Livestream wie immer auf meinem Twitch-TV-Account, dessen Link ihr wahlweise auf meinem Kanal oder ab sofort auch immer in der Beschreibung findet, im Nachhinein angucken. Da könnt ihr euch den kompletten oder auch nur Teile des Streams angucken. Beispielsweise, könnt ihr in diesem Livestream, der gestern stattgefunden hat, könnt ihr euch angucken, wie ich mir in die Hosen scheiße wegen Slender. Das ist vielleicht für einige von euch ganz lustig. Ich habe mich dazu entschieden, Slender nicht als Video auf meinem Kanal zu featuren, weil das ja inzwischen irgendwie jeder macht. Aber im Livestream könnt ihr einen Eindruck davon bekommen, wie ich aussehe, wenn ich Slender spiele. Wie dem auch sei, genug vom Livestream. Kommen wir zum ersten Punkt des heutigen Commentaries und zwar der Musik im Hintergrund des Commentaries. Ihr merkt vielleicht, dass in meinem letzten Video und auch in diesem Video hier ein kleiner Hip-Hop-Beat im Hintergrund gespielt wird an Musik. Das habe ich eben deswegen gemacht, weil viele von euch in meiner Black Ops 2 Trailer-Analyse gesagt haben, okay, das mit der Musik im Hintergrund ist richtig geil, mach das bitte ab sofort immer in deinen Commentaries und deshalb habe ich mich dazu entschieden, jetzt in dieser quasi neuen Staffel an Commentaries nach meiner Abwesenheit in Amerika ab sofort auch Musik im Hintergrund zu spielen. Das heißt, die Entscheidung habe ich euch im Grunde schon abgenommen. Ja, ab sofort wird es immer Musik im Hintergrund meiner Commentaries geben. Jetzt gibt es aber trotzdem noch einige Entscheidungen zu treffen und zwar soll es immer dieser Hip-Hop-Beat sein, der in diesem und in dem letzten Video im Hintergrund war oder soll ich eine Auswahl von 5 bis 10 Beats quasi, mir suchen, so Instrumental Beats ohne Stimme, ohne alles, eben Hip-Hop und oder Dubstep Beats und diese dann von Video zu Video abwechseln. Das sind im Grunde die beiden Sachen, die zur Auswahl stehen. Also soll ich quasi den Hip-Hop-Beat, der in diesem und in dem letzten Video gespielt hat, immer wieder recyceln und den quasi sozusagen zu meinem Anti-Gaming-Beat machen, das heißt quasi eine Art Wiedererkennungswert mir selber erstellen, so wie Dr. Kaboom ja auch diesen einen Hip-Hop-Beat hat. Oder soll ich mir, wie gesagt, eben 5 bis 10 Beats eben raussuchen und jedes Video quasi den Beat abwechseln, bis ich die 10 durch habe und dann wieder von vorne anfangen, um eben ein bisschen Abwechslung auch in der Musik in meinen Videos zu gewährleisten. Das ist eben die Entscheidung, die ihr treffen müsst. Bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Frage beantworten würdet und anhand dieses Feedbacks werde ich dann eben entscheiden, was von beiden ich mache. Was ich nicht machen kann, ist jedes Video einen neuen Beat zu featuren, denn so viele sage ich jetzt mal Beats, die keine Stimmen drin haben, die melodisch und so weiter ansprechend sind und zu einem Commentary passen, die aber gleichzeitig auch kein Copyright haben, aber trotzdem professionell produziert sind und so weiter, so, da gibt es eben nur endlich im Netz, deshalb würde es für mich schon schwierig genug sein, 10 verschiedene rauszusuchen und geschweige denn, da jedes Video der nächsten 5 Jahre, die ich vielleicht noch auf YouTube bin, da irgendwie einen neuen Beat rauszufinden. Von daher, zwischen diesen beiden Möglichkeiten habt ihr die freie Wahl und ich würde euch bitten, in den Kommentaren neben eurem Feedback zu diesem Video generell natürlich auch diese Frage zu beantworten. Andere Sachen, die es noch anzusprechen gibt, Spiele, die ich bekommen werde, sind jetzt in erster Linie erstmal nur Prototype 2. Ich hätte eigentlich gerne auch noch Ghost Recon Future Soldier und Max Payne 3 gehabt und oder, muss man dazu sagen, und oder Max Payne 3. Die wären nochmal meine erste Wahl gewesen, insbesondere Max Payne 3. Allerdings hat es sich herausgestellt, dass wegen der Entwickler, die irgendwie ja noch im Jahre 1950 leben, diese Spiele abhängig sind von einer DVD. Das heißt, um diese Spiele zu spielen, muss man die DVD eingelegt haben. Sprich, es gibt keinen digitalen Download von diesen Spielen. Und da ich dieses Spiel eben von einem sehr netten Sponsorship Games Shop hier geschenkt bekomme, kann ich natürlich nicht fordern, dass dieser Games Shop
und mir diese DVD auch noch kostenlos zusendet. Zumal es ja schon nett genug ist, dass sie mir ja das Spiel generell auch als digitalen Download kostenlos zur Verfügung stellen. Aber dann auch noch zu fordern, dass sie mir das Ganze zusenden, weil ich die DVD brauche, um das Spiel zu spielen, das kann ich eben nicht machen. Deshalb ist es dann letztendlich Prototype 2 geworden, was eben ein Activision-Spiel ist und von daher auch als digitaler Download ohne DVD verfügbar ist. Und ich werde Prototype 2 natürlich im Livestream in der Zukunft spielen, aber ich werde es auch als Unterlegung meiner Commentaries benutzen, denn ich habe mich jetzt dazu entschieden. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, was ich noch machen könnte, um meine Commentaries ein bisschen von der Masse abzuheben. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, warte mal, warum muss man eigentlich in Commentaries immer ein Multiplayer-Spiel featuren? Was macht denn ein Commentary zu einem Nicht-Commentary, nur weil es jetzt ja, ein Singleplayer-Gameplay ist oder was? Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, Get Turner, Bitch, in meinen Gameplays auch mal Singleplayer-Spiele zu featuren. Das heißt, auch in meinen Commentaries mal eine Gameplay-Unterlegung von Singleplayer-Spielen, wie beispielsweise Prototype 2 zu featuren. Denn ich finde, das macht es nicht unbedingt automatisch zu einem Let's Play und keinem Commentary mehr. Und solange das Gameplay an sich eben nicht 30 Minuten nur rumgedümpel in irgendwelchen Straßen ist, ist es ja trotzdem eigentlich ganz ansehnlich als Gameplay-Unterlegung. Ja, so viel eigentlich dazu. Damit haben wir eigentlich schon alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. In Zukunft werden noch zwei neue Serien gestartet werden. Einmal Unterschätzte Klasse der Weltgeschichte und einmal Mod Time. Von den Namen her könnt ihr ja schon ein bisschen so rätseln und raten, was sich da damit auf sich hat. Das war es eigentlich schon an allem, was ich ja sagen wollte. Schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, was ihr von der Musik haltet. 29 zu 5 ist der Endscore und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Antti.